Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten der Finals. So, das ist ein kostenloser, ziemlich spaßiger Shooter, wo drei Teams gegeneinander antreten. Drei Dreierteams, um genau zu sein. Dann wollen wir mal starten mit einem ganz, ganz schnellen Tutorial. Dauert weniger als eine Minute, ich verspreche es, und dann sind wir bereit, uns ins Getümmel zu stürzen. Und da sehen wir schon den wunderschönen Übungsplatz, den wir kurz nach dem Tutorial auch mal betreten werden. Und da ist immer, hallo, ich bin Namatama, mein Job ist es, dir zu helfen, die Finals zu erreichen. Was war da für ein Geräusch? Ah, es ist nur ein Tresor, du solltest dich beeilen und ihn öffnen, los jetzt. Na gut, mit E kann ich den öffnen, das dauert eine gewisse Zeit und macht ein schönes Geräusch dabei. Yeah, Geld für mich. Du hast es geschafft, ziemlich clever. Willst du dir die Cashbox schnappen, bring sie zur Cash-Out-Station. Dann wollen wir mal schön das Päckchen bei der DHL abgeben. So bin ich das gewohnt. Und auch das dauert eine Zeit. Normalerweise macht es ein bisschen mehr Geräusche und Feinde lauern auch hier links und rechts, aber bis jetzt sehe ich keinen. Dann können wir ein bisschen schießen. Ich habe schon eine ganz gute Waffe ausgerüstet. Die gefällt mir. Wiederbeleben. Wiederbeleben. Okay, haben gerade nichts zum Wiederbeleben. Na wunderbar. Na sieh mal einer an. Ein anderes Team versucht sich an einem Cash-Out. Es wäre sehr schade, wenn jemand in den Cash-Out stiehlt. Na los, versuch's. Na gut, dann versuchen wir's. Halten für stehlen, das gefällt mir. So, anderen schon wieder den Tag vermiest. Jetzt bist du bereit, beide Finals anzutreten. Probiere gern den Übungsplatz aus oder stürz dich gleich ins Spiel. Na gut, ein Glück muss ich die Stimme nicht mehr machen. I'm June, one of the co-hosts of the show. I've heard a lot of buzz about you among the sponsors. Dankeschön. They really think you can steal the show. Use the practice range to hone your skills, so you can go into the arena and prove them right. Ich mag's, dass alles zerstörbar ist. Und ich mag die Waffe. Oh, das respawnt sogar relativ schnell. Hui. Hey, wo bist du hin? Komm, ich brauche noch eine. Hier ist doch so ein Ölfass. Nein. Ah, die fangen an zu brennen. So soll das sein. So soll das sein. So, noch einmal kurz hier nach unten. Da gibt es noch nette Container. Na? Die bekriegen sich da aber auch gegenseitig. Ich glaube, die blauen Kollegen sind meine Verbündeten. Was haben wir denn hier? Da steht Gott drauf. Das ist so ein Goo. Das macht eine Blockade. Ich würde sagen, das ist einfach Schaumstoff. Dann haben wir Giftgas. Können wir gern werfen. Hui, nicht auf mich schießen. Nicht auf mich schießen. Und dann haben wir noch irgendeine Art von Puder. Oh, das ist einfach Rauch. Oh je, wir sind vergiftet. Und hier haben wir noch einige Feinde. Nein, nachladen. Granate können wir auch probieren. Ja. So. Und dann sind wir auch schon bereit. Ich würde sagen, das reicht an Tutorial. Dann wollen wir uns jetzt tatsächlich mal ein 3 gegen 3 gegen 3 Spiel suchen. Spielen. Schnelles Spiel. Und schnelles Cash. Da steht auch Einzelmatch 3 versus 3 versus 3. Unbegrenzte Respawn-Credits, das ist gut, weil ich krieg hier ordentlich aufs Maul. Und das geht relativ schnell, ein Spiel zu finden. Wir haben die Charakterwahl erstmal zwischen, ich glaube, drei Charakteren. Ich weiß nicht, ob ich es hier noch wählen kann. Leicht, mittel und schwer. Relativ selbsterklärend. Leicht hat wenig HP, ist aber schnell. Mittel ist mittel und schwer ist schwer und hat Raketenwerfer und LMGs. Leicht hat, glaube ich, eine Uzi oder auch Sniper. Und Mittel hat halt alles, was Spaß macht, von Sturmgewehr bis MP. Deswegen spiele ich am liebsten leicht. Schwer habe ich noch gar nicht probiert. Leicht, glaube ich, auch noch nicht. So viel Spielzeit habe ich auch noch nicht. Ich glaube, eine Stunde, anderthalb. Macht Spaß soweit. Weiß nicht, ob ich es arg weiterspielen werde, aber hat einen ganz guten Anreiz eigentlich. So, und jetzt werde ich kurz cutten, bis es dann anfängt. So, und da sind wir ja. Hier ist tatsächlich die Charakterwahl. Wir könnten jetzt noch auf leicht oder schwer umrüsten. Und natürlich haben wir verschiedene Waffen. Arg viele habe ich noch nicht freigeschalten. Wir bleiben mal bei der AKM.
Als Granate, ich mag ganz gern Splittergranaten. Ich bin da einfach oldschool. Na gut. Yay, wir sind the Mighty. Na gut, dann wollen wir den Gegnern mal in den Hintern treten. Welcome to the fast world of quick cash. The first team to hit the targeted total claims victory. Nein. It's all about who can keep their cool in this high pressure situation, Scotty. Ja, das würde ich auch sagen. Und das ist eine ziemlich heiße Map, um cool zu bleiben. So, ich laufe. Die Map habe ich noch nicht gespielt, deswegen bin ich gerade noch etwas irritiert. Ein Sprungpad. Hui. Oh, schaut euch die schönen Feinde an, die ich nicht treffe. Nein. Ich bin eine kleine Minifigur, die wiederbelebt werden kann. Und natürlich auch von meinen Teammates weggetragen. Da bin ich. Komm, werde ich wiederbelebt? Dankeschön. Dann werfe ich gleich mal schöne Granaten hin. Ich sollte mich bedanken, aber ich glaube, Sprachchat habe ich gerade aus. So, schön nachladen. Und dann schauen wir mal, ob wir was abholzen können. Oh, nein, so knapp. Johannes hat mir in die Fresse geschossen. Mist. Glaub, demnächst kann ich respawnen. In 15 Sekunden. Mensch, da gehe ich aber nicht taktisch vor. So, gleich ist es soweit. Gleich können wir respawnen. Da, Space für Respawn. Und da sind wir. Einen von unseren Mates könnten wir wiederbeleben. Komm schon. Fuck. Fuck, ich bin überfordert. Mal hier kurz die Steuerung nochmal. Boah, treffe ich schlecht, treffe ich schlecht. Wie ist er denn down gegangen? Habe ich einen Kill? Nee, ich glaube nicht. Ich habe keinen eliminiert. Komm schon. Ist er down? Gut, der Geschützturm ist down. Orangene Team liegt schon vorne. Das gefällt mir gar nicht. Die teilen ganz gut aus, muss ich sagen. Normalerweise bin ich ganz versiert in Shootern. Kann ich jetzt noch nicht behaupten in dem Spiel, ich weiß. Sondern schauen wir mal. Hinter mir Schritte ist mein eigener Dude. Oh, orangene Team nimmt schon gleich den nächsten Cash-Out. Das darf man nicht zulassen. Nein, ich wurde entdeckt. Ja, eine Eliminierung. Und der andere hat mich so einmisst. Na gut, warten wir mal auf unseren lebenden Teammate. Der zumindest einen von uns schon regeneriert, das ist ganz gut. Weil wenn wir alle drei tot sind, heißt es, glaube ich, Wipeout und dann muss jeder nochmal 20 Sekunden warten. Ah, ich glaube, das erste Spiel ist gleich vorbei. Orange macht uns fertig, aber dann können wir sofort ins nächste hüpfen. Das ist ja das Schöne an dem Spielprinzip. Oh, die haben den Cashout gleich. Kommt schon, greift ein! Ich fand die anderen Maps, die nicht so orange waren, irgendwie sympathischer. Wer hat mich denn entdeckt? Ah, wahrscheinlich gibt es so einen Perk, das einen durch die Wand ein bisschen erkennt. Schätz mal, so war das. Nein, Cashout. Boah. Was war mit meinem Aim los? Oh, Rauch, das hilft ja eher den Gegnern. Komm schon. I'm not sure this match needs even more excitement, but here we go anyway. A new event is about to start. Mist. Megaschaden steht an in einer Sekunde. Ein Glück bin ich schon tot. Ein Glück bin ich schon tot. Oh, ich werde wiederbelebt. Guck, da links oben ist doch einer. Schieß auf ihn. Ach, der hat eine leichte Klasse. Oh, ich wusste gar nicht, dass man hier unten durch kann. So, in 2 Sekunden kann ich respawnen. Dann schaue ich mal, ob ich mit dem Megaschaden irgendwas anfangen kann. Da liegt einer von mir.
Den können wir natürlich wiederbeleben, wenn wir irgendwie schnell hochkommen. Na? Ich weiß leider nicht, wie es ganz hoch geht. Wir werden den Weg finden. Oh, beide sind down. Das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht gut. Komm schon. Okay, ich glaube, die sind so respawned. Vielleicht besser so. Wollen ja nicht wirklich gewipe-out werden. So, dann ist da der Cash-out-Punkt. Oh. Nein! Ich bin gestorben und der hat überlebt. Mist, ey. Ich bekleckere mich gerade nicht mit Ruhm. Es gehört auch dazu. So viele Übungen habe ich im Spiel ja noch nicht. Ich werde wiederbelebt. Dankeschön. Sehr guter Teammate. Das sollte ich mal den Favor irgendwann return. Ja, so gut bin ich, glaube ich, noch nicht. So, einmal nach oben. Dann wird dich der Gegner loben. Komm, wo sind sie denn? Nachladen. Dachte, ich hätte noch eine Frag-Granate. Ah, nee. Zeigt nur an, auf welche Nummer die ist. Da ist doch einer. Ja. Ein Hammer eliminiert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind noch andere. Also, manche können sich leicht tarnen. Da ist einer runtergefallen von den Gegnern. Wir wurden entdeckt. Nein! Da waren noch zwei andere. Oh, wieso gehe ich auch mitten rein? Ich hätte vor der Tür stehen bleiben sollen. Oh, eine Gasgranate schmeißt er rein. Das ist wunderbar. Komm, ich respawne. Lass mich einfach liegen. Geh ohne mich weiter. Geh ohne mich weiter. So, ich respawne. Dann muss sich mein Team schon mal nicht mit mir rumschlagen. Dann schau mal irgendwie, dass wir gescheit da reinkommen. Oh, beide sind tot. Das ist nicht gut. Dann muss ich überleben. So viel dazu. Hui. Na komm. Das wollen wir doch schaffen. Ja, irgendwie sowas habe ich befürchtet. Mist. Fuck! Sind wir ein Wipeout? Ich glaube, wir sind ein Wipeout. Oh Mann, wir sind das schlechteste Team gerade. Und es liegt an mir. Irgendwie an mir. Fuck ey, tut mir leid, mein Team. In 7 Sekunden kriegt man auch was auf die Kette. Ich bin mir fast sicher. Vielleicht muss ich auch mal die schweren Geschütze rausholen. Ach, das kann ich nicht im Spiel. Ich kann nur meine Ausrüstung wechseln, die ich mitgenommen habe, aber ich kann die Klasse nicht ändern. Granate! Ja, eine eliminiert und ich bin in Schockstarre. Der andere ist doch auch down. Belebt ihn mal wieder. Sehr schön. Gut, und da hinten ist natürlich der Cash-Out, wo wir ran müssen. Wo ist er verschwunden? Wo ist er hin verschwunden? Ah, da ist er noch. Da sind doch Gegner. Komm schon, Frag, tu deinen Job. Mist. Ich muss nachladen. Ja, so viel dazu. Ah, ich wollte die noch dran hindern, hier das Spiel zu gewinnen. Ui, hab ich viel Schaden in die Fresse bekommen. Na gut, aber wenn wir die nicht verhindern, ist das Spiel eh vorbei. Dann kriegt man vielleicht eine bessere Map. Also nicht, dass die schlecht ist, sondern einfach eine freundlich aussehendere Map. Die mag ich besonders. Deswegen war ich in Call of Duty ein sehr großer Nuketown-Fan. Ah, ihr hättet mich auch wieder belebt. Ja, ist ja gut. Komm schon. Komm schon, ich muss den Cashout unterbinden. Stehlen, 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 stehlen. Komm schon. Ja. Sehr gut. 10.000 für uns schon mal. Potenziell. So soll das. So, ich kann hier schön rumfahren und das Geschehen beobachten. Nein! Das ist nicht gut.
Komm, da muss eine Granate rein, sonst stehlen die das wieder. Komm schon. Oh, wo habe ich denn da hingeworfen? Da war doch gar nicht das Ziel. Komm schon. Ja. Und dann nochmal ran da. Mist, ich brenne, aber das schaffe ich. Das schaffe ich. Danke fürs Heilen. Da ist einer. Und ich glaube, hier sind auch welche. Ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Hoffentlich kommt gleich die Granate. Da ist noch einer. Ja, wir haben 10.000 bekommen. Fuck. Ja! Getroffen. Und von hinten erschossen. Na gut, dagegen kann ich nichts tun. Und ich glaube, damit hatten wir ein Wipeout, obwohl er hat nichts gesagt. Doch, da hat er es gerade gesagt. Puh. Aber wir sind auf Platz 2 vorgerückt. Das schaffen wir, das schaffen wir. Ja, das nenne ich auch mal Comeback. Ja, das hoffe ich doch. Der Mighty müssen gewinnen und nicht fallen. Die knacken schon wieder den Tresor. Vielleicht können wir die von oben irgendwie attackieren. Na, das war vielleicht ein bisschen überambitioniert. Können wir hier nicht einfach rein? Mist. Doch. Komm, geh doch down. Sehr schön, ich hab ihn. Komm schon. Cash out D. Wie komme ich da hin? Das läuft nicht gut. Dann geh mal zu Cash out A. Ja, hoffentlich. Aber erst. Nein, direkt vor mir sind sie doch. Das ist nicht gut. Ich laufe damit einfach weg. Hui. Auf zu A. Hoffentlich können sie mir nicht so schnell folgen. Sie sind hinter mir. Sie sind direkt. Ich wurde von oben erschossen, aber ich habe hinter mir auch welche gehört. Huh, das wird unnötig spannend, aber wir sind auf Platz 1. Möchte ich nur mal festhalten. So schlecht schlagen wir uns gar nicht. KD sieht nicht gut aus. Na gut, ich spiele auch teamtauglich irgendwie. Irgendwie zumindest. Nein! Da oben ist die Cash-Out-Station. Ja! Komm, wir gewinnen das. Das müssen wir nur noch verteidigen. Wie auch immer wir das anstellen wollen. Ich camp mich mal hier hin. Wir können natürlich auch nicht. Oh, das wollte ich gern. Sprungpad. Ja, das hoffe ich doch. Oh Mist, da muss ich schon einen wiederbeleben. Granate respawn. Oh, mit der Waffe keine Chance. Komm schon. Mist. Da ist alles voller Gegner. Ich will doch nur meinen Cash-Out. Ah, ich hab den hier. Der gehört noch uns. Klasse. Granate hin. Komm schon. Das kriegt man hin. Komm, ich brauche noch eine Granate. Wie belebe ich den denn wieder? Komm schon, da liegt was drauf, ich krieg ihn nicht. Fuck. Nein. So kurz bevor wir gewonnen hätten. Jetzt werden es die Orangen sein. Oh, Manu. Na? Vielleicht läuft der Counter ab. Ich respawne. Viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Wenn die Lilanen da nichts gegen tun, sind wir am Popo.
Nein, die werden gewinnen. Nein! Die Lilanen haben es geschafft. Krass. Und die Orangenen sind letzter geworden. Hätte ich nicht gedacht. Hui. Na, das lief doch gar nicht schlecht. Ich würde sagen, mach mal gleich mal das nächste. Das kann nur besser werden. Erneut spielen. Ja, sieht nicht so gut aus. Ich war nicht gut mit meinen 7-13. Aber ich hab's versucht. Und Ziel, was auch immer das heißt, habe ich 3300. Nee, gesagt, keine Ahnung, was das heißt. Wir können jetzt gern mal die schwere Klasse ausprobieren. Kann ich danach nicht wechseln. Die leichte ist nichts für mich. Die hat so wenig HP und ich werde so gern getroffen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Kombination ist. Gut, und auch hier mache ich jetzt wieder den Cut. Direkt, wenn es losgeht. So, und da sind wir. Ich nehme meine Körpergröße minus irgendwas. Ich nehme schwer. Und was können wir auswählen? Schlaghammer, oh, das wollte ich gar nicht. Gadgets RPG M60, ein LMG haben wir dabei. Reserve, weiß ich nicht. Waffe würde ich gerne wechseln, können wir nicht. Wir sind der Overdogs und ich sehe richtig schön mollig aus. Das gefällt mir. Noch nie gespielt die Klasse. Ich hoffe, ich kann mit dem LMG ein bisschen was. Und auf 3 habe ich mein RPG. Das ist ja schön, dass der Tresor in unserer Nähe ist. Ich bin echt langsam. Komm schon. Ja. Nein, von hinten. Oh, von hinten erschossen. Belebt mich jemand wieder? Ich glaube nicht. Komm schon. Komm schon, Teammate. Tu dein Bestes. Okay, der versucht einfach nicht zu sterben. Das kann ich verstehen. Respawn in 3. Ich press doch. Ich drück doch Space wie ein Weltmeister. Schaum. Vielleicht bringt es hier was. Oh, die haben den Tresor genommen. Oh, nee. Oh, nee. Ja! Ich weiß gar nicht, auf wen ich schieße. Ich hätte auf den schießen sollen und nicht einfach auf die Luft. Mensch, die Gegner sind aber stark. Und ich komme nicht so gut mit meiner schweren Klasse im Moment klar. Ich glaube, ich bin ein mittelmäßiger Typ und das heißt, ich muss auch die mittlere Klasse spielen. Ich glaube, wir wurden komplett gewiped. Na egal, da sind wir ja wieder. Ja, das hoffe ich doch. Ich weiß gar nicht, was hier in meiner Hand ist. Ah, Pyrogranate, steht ja dran. Muss man nur lesen können. Und das kann ich manchmal in der Eifer des Gefechts nicht unbedingt. Komm schon. Irgendwo will ich mit meinem Raketenwerfer draufhauen. Da hinten sind sie doch. Munter in Bewegung. Oh. Ja, das war ambitioniert. Da ist ein Sprungpad. Genau das, was wir brauchen. Boah, bin ich langsam. Wenigstens respawnt die Raketenwerfer-Munition. Ja, und ich habe Pyrogranaten. Komm schon, der hat die bessere Position. Nein, der hat die bessere Position gehabt. Und vielleicht auch die bessere Waffe für das, was er da gemacht hat. Er hatte den High Ground. Das ist natürlich dämlich für mich. Boah, ich kann leider die Klasse nicht wechseln. Ist egal, wir halten das auch schwer auf. Das ist nur Gewöhnungssache. Meine Fertigkeiten und so weiter setze ich noch gar nicht ein. Ich bin alt, ich bin schon überfordert mit dem Spiel. Aber es macht tatsächlich großen Spaß. Auch wenn ich hier aufs Maul krieg wie sonst was. Komm schon. So. Ja, hoffentlich. Pyrogranate, du musst es richten. Gehe ich in die richtige Richtung? Halbwegs. Ich würde sagen, das war halbwegs richtig. Komm schon. Ah, dieses dämliche Glas.
Raketenwerfer, am besten einen Feind direkt ins Gesicht. Mist. Mist. Komm, wir müssen das stehlen. Ja! Nein! So kurz davor! Nein! Ich hätte es beinahe geschafft, dass die Punkte für uns zielen. Och nie. Och nie. Meteorschauer steht an. Wir haben ein Event coming up in the arena and our contestants will probably need to approach things a bit differently out there. Ich respawn in 3 und in 2 kommt er. Na gut. Da bin ich mal gespannt, wie da alles brennt. Alles brennt, okay. Aber noch nicht so viele Meteore. Zumindest keine, die ich sehe. Komm schon. Ich höre rechts von mir Schritte. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ah, das sind die Meteore. Die kann ich die... Oh, die kann ich verwenden. Sehr schön. Sieh mal einen Feind auf die Schnelle. Ja, da unten war einer. Der hopfelt rum. Wie kommt man denn schnell rüber? Nein! Nein! Ich dachte, ich kann es greifen. Nein! Ich wurde von einer Gefahr eliminiert. 32.000 Schaden habe ich bekommen. Ah, ich werde wiederbelebt. Das ist freundlich. Und beinahe hätte ich es meinem Teammate nicht gedankt. Komm schon. Die Orangen können es nicht schon wieder haben. Da war doch einer. Ja! Das war richtig unfair für den. Oh, ich mag dieses Schild nicht. Oh, tolle Fähigkeit, die ich da habe. Das ist auch meine Strategie hier. Mist. Barriere! Nein! Da habe ich zu viel auf einmal gewollt. Da habe ich einfach zu viel auf einmal gewollt. Komm schon. Na, der Enterhaken bei der leichten Klasse ist natürlich auch praktisch. Vielleicht spiele ich die auch mal. Komm schon, respawn in 2. Ja, ich bin wieder da. Mist, nichts getroffen. Da unten war doch extra einer. Hui, dann gehen wir hier am besten wieder rüber. Da ist ja das Sprungpad. Wieso habe ich das einfach nicht genommen am Anfang? So, den Tresor müssen wir natürlich jetzt noch knacken. Komm schon. Zu irgendeiner Cash-Out-Station. Hui. Das sieht doch gut aus. Wir müssen gewinnen. Ich würde zu C gehen. Das ist doch ne. Na, wie komme ich da durch? Mist. Ich höre Schritte überall hinter mir. So. Oh, ein Sprungpad. Hui. Aber gerade so. Mensch, kriege ich aufs Maul. Der war direkt hinter mir. Der ist mitgekommen. Wo ist denn mein Team? Habe ich noch jemanden ausgeschaltet nachträglich? Ich glaube nicht. Hui. 9 Sekunden noch. Vielleicht werde ich auch wieder belebt. Nee, mein Team lässt mich liegen. Ist, glaube ich, besser so. Nee, ich werde wieder belebt. Ich muss denen echt mal danken. Dankeschön. Wer schießt denn da? Sehe ich gleich. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird's wohl wieder Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Also das Spiel macht gerade echt ziemlich großen Spaß. Das Gunplay ist super, die Fertigkeiten und die Ausrüstung machen Laune. Ganz zu schweigen von der Vielzahl an zerstörbaren Oberflächen, das ist auch super. Und der Spielmodus gegen 2 andere Teams fühlt sich gerade ziemlich erfrischend an und
weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Es macht Spaß. Was haltet ihr denn so vom Spiel? Schreibt mir gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.